Herzlich willkommen zu einem neuen Eclipse-Video. Es ist lange her, weil die Felgen sehr lange beim Aufbereiten war. Wir werden heute darüber sprechen, wie fittet das Auto mit diesen neuen Felgen plus Reifen und was haben mich diese Felgen gekostet. Man muss bedenken, diese Felgen sind 20 Jahre alt, die sehen nicht wie neu aus, selbst nach der Aufbereitung. Die haben viel erlebt, das Material ist natürlich schon angefressen. Aber diese Felgen verlieren, glaube ich, nicht mehr an Wert. Du kannst sie jetzt fahren, du kannst sie in 2, 3, 4, 5 Jahren für das gleiche Geld verkaufen. Nicht so wie andere Felgen, die kaufst du. Die werden immer weiter produziert, da verlierst du an Verlust. Und du hast hier sehr, sehr, sehr schöne Felgen drauf. Das sind keine Felgen, die auf der Essen Motorshow stehen sollen oder sonstiges. Da siehst du immer noch Gebrauchsspuren, die sind nicht perfekt. Aber das ist ein Auto für mich später, was ich, keine Ahnung, vielleicht daily fahren könnte. Auch wenn der nicht nach Daily aussehen wird, muss ich sagen. Aber dadurch, dass die Strecke hier sehr kurz ist und angenehm, könnte ich den vielleicht als Daily fahren. Aber das alles erst später. Ich hatte gesagt, wir schauen jetzt erstmal, wie das Ganze fitten wird. In der Zwischenzeit sind unsere Felgensterne auch da. Die sind jetzt komplett entchromt. Könnt ihr mal gucken, wie das aussieht. Halt, ja, blankes Material, ne? Dieser Stern sieht auch noch sehr, sehr gut aus. Der Stern wiederum ein bisschen schlechter und darunter ist noch einer, der ist komplett Katastrophe. Ihr seht selbst, hier ist es überall schon angefressen, aber das Gute ist, das ist nur oberflächlich und das kann man halt so wegschleifen. Ist halt die Frage, ob der das in seinem Bad mitmacht direkt oder ob er sagt, das muss ich alles erstmal sauber machen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall bin ich in der Hoffnung, dass diese Dinger wirklich in 2 Wochen fertig sind. Picobello, alles zusammengeschraubt, richtig geil aussehen. Dann auch für Clips schrauben und gucken, ob das Ganze funktioniert. Da bin ich so gespannt drauf, ne? Ich weiß jetzt schon, Fahrwerk mit Felgen und Bodykit wird nicht funktionieren, aber ich habe so eine kleine Idee im Hinterkopf, wie das vielleicht doch machbar ist, muss man dann schauen, wenn es soweit ist. Nach 2 Monaten haben wir endlich wieder unsere Felgen zurück. Ich glaube, das also Aufbereiten allgemein mit Entchrom und so weiter hat um die 3 Monate gedauert, so dass ist einfach dem Preis auch geschuldet. Wir haben uns preislich so vereinbart, dass er die immer nebenbei durchschiebt. Ja, wenn er mal Zeit hat, dann macht er die hier halt. So sehen die guten Dinger jetzt aus. Die sind dafür, dass die Dinger 20 Jahre alt sind, gedriftet wurden, im Wasser lagen und was weiß ich nicht alles, sehen die wieder sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Natürlich nicht 100%, aber so ein bisschen Patina gehört dazu, deswegen scheiße ich auf diese 1-2 Macken, sage ich mal. Der Rand sieht wieder sehr, sehr schön aus. Hier alles hochglanzverdichtet. Ich muss sagen, Chrom selber ist hübscher, spiegelt auch viel mehr. Aber das Problem ist, nur die 4 Sterne hier für Chrom hätte mich 1000 Euro gekostet. Dazu kommt noch das Bett hier einmal komplett hochglanzverdichten, abdrehen und so. Und dann wäre ich bei der Aufbereitung vorne, ich denke mal 1500 Euro wirklich nur ohne Versand oder sonstiges. 1500 nur die Sterne einmal verchromen lassen und 1000 Euro wäre wahrscheinlich so ein Preis, dann hätten die gemeckert, dass der Stern schon so tot ist, dass sie da noch stundenlang aufbereiten müssen bzw. schleifen müssen, dann wäre da wieder ein Aufpreis. Ich kann mir vorstellen, das wäre dann sehr, sehr teuer gewesen, deswegen bin ich mit der Option sehr zufrieden, obwohl wir hier so ein bisschen was haben. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, hier ist es nicht ganz Hochglanz, hier ist eine kleine Macke. Hier geht es dann weiter. Immer wo die Speiche ist, haben wir hier so ein bisschen matt, eine matte Stelle, sage ich mal. Hier zieht sich das dann auch leicht. Hier ist es wieder ein bisschen mehr. Er selber meinte auch, er kann es sich nicht erklären. Er weiß nicht, wo es herkommt, wie man es beseitigen kann. Er meinte nur, egal wie oft er die in die Maschine gelegt hat, es hat nichts daran geändert und es ist immer so geblieben. Kann sein, das Material hier selbst ist einfach so angegriffen, dass man es nicht mehr hinbekommt. Wenn sich jemand auskennt, kann er ja gerne drunter schreiben, wie man das vielleicht sogar wegbekommt. Wäre nicht verkehrt. So, ich hätte gesagt, wir werden jetzt darüber reden, was habe ich für diese guten Dinger jetzt bezahlt. Mit allem drum und dran. Einen Moment. Die Notizen sind inzwischen so groß, ich muss hier eine halbe Stunde mal scrollen. So. Die Felgen selbst mit Versand hierhin haben mich gekostet 2750 Euro. Das ist, muss ich sagen, viel zu teuer eingekauft. Aber die Felgen waren damals so selten. Ich habe sie gesehen, ich wollte sie haben und fertig ist. Aber mir der Preis mehr oder weniger schon fast scheißegal. So, Versand zum Entchrom hat 20 Euro gekostet. Das Entchrom selber mit Rückversand hat 270 gekostet. So, dann neue Muttern hier.
Wo sind die? Hier, neue Muttern dafür haben 10 Euro gekostet. So, dann die Namendeckel hier, 3 gebrauchte, die sehr gut aussehen, und einen hatte ich noch, der gut aussieht. Die haben mich 80 Euro gekostet. 50 Euro habe ich für den Versand zum Hochglanzverdichten bezahlt und 720 Euro für das Aufbereiten selbst bzw. Hochglanzverdichten. Aber von den 720 Euro kann man nochmal 40 Euro Rückversand abziehen, das sind dann 680. So, da waren dann nochmal 120 Euro, um einen Schlag aus der Felge rauszuholen. Die Felge mit dem dicken Macker, mit der dicken Macke hier am Rand, die hatte einen Schlag drinne. Das hat nochmal gekostet, ich weiß nicht, 120 mit Versand und Arbeit. Das heißt, fürs Hochglanzverdichten habe ich, oh, ich weiß es jetzt nicht mehr, 500 mit was bezahlt? 520, 540 Euro ungefähr. Das ist ein sehr, sehr guter Preis, muss ich sagen. Und ich, das hätte auch kein anderer Arsch gemacht. Weil die Felgen waren in einem absolut beschissenen Zustand. Es hat nicht gereicht, dass er einfach die Dinger an die Maschine schmeißt wie sonst und die machen ihren Job. Er musste hier mit der Hand jede Felge eigentlich von Hand schleifen, das mehrmals, damit die Oberfläche überhaupt ansatzweise so gut wird. Hätte er die nur reingeschmissen, wäre die Felge absolut scheiße gewesen. Und ich kann mir vorstellen, jeder andere da draußen hätte mir da wahrscheinlich einen Aufpreis von 300, 400 Euro gemacht, wegen der Arbeit, nochmal zusätzlichen Arbeit. Das hat er jetzt nicht gemacht. Er wird auch andere Felgen bekommen für den roten. Da kommen noch Felgen, die wird er bekommen. Dann für das Filmauto-Projekt, was da irgendwo am Arsch der Welt steht, da wird er die Felgen auch für bekommen. Weil ich bin sehr zufrieden mit seiner Arbeit bis jetzt, muss ich sagen. Auch wenn es hier nicht ganz perfekt ist, aber nur, so ist das nun mal. Das Auto wird auch nicht perfekt sein, der wird auch seine Macken haben, ich werde das Ding selber lackieren, dementsprechend wird es nun mal nicht 100%. Und ja, wenigstens ist es dann self-made, ich habe es selber gebaut, habe mit meinen eigenen Händen alles gemacht, von Unterboden bis nach oben, bis lackiert. Und dafür habe ich mir das Projekt gekauft, das soll ein Auto werden, beziehungsweise ein Auto sein, wo ich sagen kann, ich habe alles selber gemacht, von A bis Z. Sogar dieses Scheiß, ne, das beim Roten, Sachen, Sandstrahlen und, ne. Ich habe vergessen zu sagen, wir bauen die jetzt zusammen, dann Reifen draufziehen lassen und dann werden wir dieses Auto einmal auf den Boden stellen, denn ich bin wirklich gespannt, wie wird das funktionieren. Das Bodykit mit dem Fahrwerk ganz nach unten drehen plus diese Felgen, wie wird das aussehen, wird es funktionieren, weil ihr wisst selbst, dieses Bodykit mit dem Auto mit tief fahren, habe ich noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen, also so ein bisschen tief vielleicht, aber dadurch, dass sich das Bodykit so krass nach unten zieht, kannst du dementsprechend nicht tief fahren. Deswegen gibt es auch einige, die bauen das Auto nach, aber dann halt auf Originalhöhe, weil tiefer legen können die nicht. Oder die bauen das Auto nach mit Serienbodykit, da können die dann Luft reinballern und alles weitere. Ich will aber versuchen, das Auto so zu bauen, dass ich das Bodykit behalten kann und tief fahren kann mit diesen Felgen. Das ist so mein Ziel. Was ich dafür machen muss, weiß ich noch nicht. Ich würde sagen, Reifen draufziehen, dann Auto runterlassen und uns angucken, wie das Ding überhaupt stehen wird.
Jetzt kann man noch ein bisschen genauer sehen. Jetzt ist es hell, wir sind hier draußen. Also die Felge ist nicht perfekt, sage ich euch ganz und sage ich ganz ehrlich. Hier sieht man ein bisschen was am Bett selbst. Ansonsten hier ist es relativ gut so. Dafür, man muss überlegen, diese Felgen sind über 20 Jahre alt. Dementsprechend, die haben viel erlebt. Hier die Felge, die sieht am schlimmsten aus. Komm mal näher. Hier ist es richtig, ja, hat sich reingefressen schon ins Material. Also Hochglanzverdichten bei solchen abgefuckten Felgen, sage ich mal, ist nicht die beste Möglichkeit, aber es ist natürlich kostengünstiger. Das werden auch keine Felgen sein, die irgendwo auf der Essen Motorshow stehen sollen oder sonstiges. Das sind Felgen, die sollen auf dem Auto gefahren werden. Und ja, deswegen ist das jetzt halb so wild, finde ich. Ansonsten, man sieht, die Felge steht hier bündig. Die steht sogar so ein bisschen hinüber. Und das Problem ist, wir haben hier noch so eine extra Kante. Zeigt man die Kante hier unten. Das heißt, das Fitment, das wird absolut nicht funktionieren. Ich möchte ihn ja wirklich so tief haben, dass er, ich weiß nicht, also wünschenswert wäre, wenn der hier ungefähr steht. Ob das überhaupt möglich ist, weiß ich nicht. Das werden wir gleich testen. Auf jeden Fall kann man die Kante hier noch rausschneiden. Dann muss man wahrscheinlich hier bördeln, dass wir ein bisschen breiter kommen. Hier vorne ist das ebenfalls. Hier müssen wir nicht bördeln. Hier müssen wir aber diese Kante, wo die Radtauchschale verschraubt wird, einmal rausflexen. Und dann vielleicht bördeln, weiß nicht. Mal gucken. Aber ich vermute mal sehr stark nicht. Hier finde ich das Fitment von Reifen und Felge eigentlich auch geil. Wir haben hier einen sehr schmalen Querschnitt. Was mir nicht so gefällt, ist auf der Hinterachse, der Reifen ist zu fett. Das Problem ist, was ich hatte, wir haben einen 2,45er Reifen, also in der Breite, 35er Querschnitt und ich wollte die ganze Zeit einen 2,35 Reifen mit 35er Querschnitt. Aber gebraucht gibt es gar keinen davon. Und wenn die jemand macht, dann sind das nur große Marken und davon kostet ein Reifen ungelogen neu 450 € einer. Und das wollte ich nicht bezahlen. Deswegen habe ich jetzt die hier für 150 € gekauft. Das eine Nummer größer, 2,45. Dadurch ist es hier halt etwas bündig. Ist nicht ganz so schön, muss ich sagen. Aber vielleicht werde ich das irgendwann nochmal ändern. Aber jetzt erstmal nicht. Ich hätte gesagt, ich baue jetzt noch den Endschalldämpfer und Mittelschalldämpfer dran, damit wir gucken können, ob das auch alles passt. Und dann lassen wir das Ding mal runter und schauen, wie das Ganze aussieht. Gestern sind noch Schrauben angekommen für diese Felgen, weil ich, Idiot, habe eine Schraube verloren. Oder der die gerichtet hat. Ich weiß es selber nicht. Auf jeden Fall, ich habe jetzt die hier gekauft. Ich wollte erst bei Work aus den USA direkt welche kaufen. Da kosten 5 Stück 20 €. Ist schon eine Hausnummer für 5 Schrauben. 20 €, wenn man jetzt auf alle Felgen bedenkt, das sind dann schon, weiß nicht, über 300 € bestimmt. Das Problem ist, Shipping war bei 65 € für 5 Schrauben. Ich weiß nicht, wie die das berechnen. Auf jeden Fall ist der Preis komplett daneben. Die habe ich jetzt aus Slowenien gekauft für 35 €, 35 Stück. Muss ich dann halt noch vergolden lassen und dann sind die auch gut. Lieber zu viele als zu wenige Schrauben, ne? So, Auto ist jetzt tief. Also Restgewinde haben wir gar nicht mehr. Vorne wie hinten. Ich zeige euch, ich werde gleich ein paar Aufnahmen machen, dann könnt ihr so ein bisschen genauer sehen. Auf jeden Fall. Es sieht schon nicht schlecht aus, aber es reicht mir noch nicht. Ich will noch tiefer kommen mit dem Auto. Das ist das Problem bei diesem Auto. Die Radkästen sind so groß. Jetzt stellt euch mal vor, von Werk aus eine 16 Zoll Felge in diesem XXL Rathaus. Das sieht einfach hart beschissen aus in meinen Augen.
Aber wir müssen hier auf jeden Fall noch was machen. Ich vermute sehr stark bördeln und dann die Karosserie nach unten ziehen, hier irgendwie Blech anschweißen. Ob das nur bis hierhin geht, das Blech, oder ob das komplett ausfüllen soll, weiß ich selber noch nicht, was wir da bauen. Ich habe es noch nie gemacht, ich habe auch keine Erfahrung drin. Das werden wir dann beim nächsten Part machen. So, Fitment hier vorne ist noch viel beschissener als hinten. Auf jeden Fall brauchen wir eine Spurplatte, damit wir weiter rauskommen. Und dann fehlt uns hier auch einiges noch an Tiefe. Das heißt, wir müssen hier auch irgendwas tun. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Aufnahmen. Und nächste Woche geht es weiter mit 335 Video. Da werde ich euch zeigen, wie man kostengünstig ein Auto relativ genau vermessen kann. Und ja. Ich hätte gesagt, wem das Video gefallen hat, wer mehr von dem Eclipse sehen will, der sollte auf jeden Fall abonnieren.